was sich hier drin befindet und für was man es gebraucht, zeige ich euch jetzt. Da was Kleines. Es ist eine No-Name-Firma. No-Name-Produkt ist in einem schwarzen Sack, was sich darin befindet. Die meisten können es sich, glaube ich, vorstellen. Es ist ein kleines Kochgeschirr und man kann es hier schon rausnehmen. Leider ist der Sack ein bisschen eng, aber es geht so. Jetzt sehen wir hier einen Topf, einen Liter mit Deckel und es kommt noch mehr. So, also hier haben wir den Topf mit dem Deckel. Wenn man den Deckel wegnimmt, haben wir eine kleine Bratpfanne oder auch einen Deckel. Ist für eine Person ja ein wenig klein, aber es reicht. Dann haben wir natürlich den Topf. Er hat hier zwei massive Metallbügel zum Heben. Hier noch, was ich sehr praktisch finde, einen Ausguss. Auch eine Mengenangabe auf der Innenseite. Einen Liter, Viertel Liter, halber Liter und Dreiviertel Liter. Natürlich sehr praktisch. Und wie gesagt, die kleine Pfanne kann auch als Deckel genutzt werden. Jetzt hatte es noch mehr darin. Und zwar sind wir bei diesem. Wie man sich jetzt sicher vorstellen kann, wenn man diese Teile sieht, was könnte es sein? Natürlich ein Kocher. Es ist so eine Art Holzvergaser. Drei Teile. Groß, mittel und klein, und der kleine passt natürlich in den mittleren, und wenn man dann dieser umdreht und der drauf steht, hat man eine Art Holzvergaser. Ja, man sieht hier die Löcher. Ich hoffe, man sieht es. Man sieht hier die Löcher, und in diesem Fall, wenn man den oberen Teil in den unteren steckt, verschließt das hier schön. Mal sehen, ob es funktioniert. Weil man hat auch hier eine schöne Öffnung für das Brennmaterial reinzuschießen, also reinzugeben. Und dann sind noch diese zwei Topfkreuze schön zusammen. Und dann können die so draufgestellt werden für eine große Unterlage. Oder auch den großen Topf. Oder man kann das Ganze auch ein wenig verschieben. Zum Beispiel so. Dann könnte man jetzt noch eine kleine Tasse schön in die Ecke stellen. Man hat immer noch genug Platz, um etwas längeres Holz reinzutun. Ich zeige euch mal, wie das Ganze von innen aussieht. Auch hier. Man sieht jetzt hier die Löcher, genau. Und wenn man jetzt das Ganze noch ein wenig öffnet, sieht man, dass die Löcher schön im Äußeren verschwinden. Jetzt werden wir mal sehen, ob das Ganze natürlich auch funktioniert. So, dann werde ich das Teil jetzt mal anzünden. Ich habe da einen Zunderfuchs mitgenommen, weil heute ist das Wetter ein bisschen kalt, nass. Aber auch mit dem bringen wir es. Können wir schauen, wie gut das geht. Ich werde dann mir eine Packung Fertignudeln machen, um zu sehen, wie es läuft. Das Ganze funktioniert. Ah, da rein. Dann habe ich hier noch etwas trockenes, kleines Holz gefunden. Auch noch rein. Ich weiß, man sollte eigentlich anders, aber ich habe jetzt keine Lust. Ich möchte ihn jetzt gerne so probieren. Weil auch so werden wir sehen, wie er funktioniert. Ich muss sagen, er zieht
sehr gut, zieht sehr schnell. Für das das Holz eigentlich so nass ist, kommt er relativ gut. Ich glaube, er hat eine gute Verbrennung. Ich habe jetzt da wirklich ein wenig nicht so trockenes Holz. Ich füttere den jetzt einfach mal. Und ja, ich glaube, das Teil funktioniert sogar. Geben wir mal extra ein wenig mehr rein. Die Öffnung hier unten ist ein wenig... Doch, es geht. Doch, muss sagen, verhält sich gut. Ich glaube auch der Effekt mit den Düsen wird sich dann einigermaßen langsam einstellen. Also ich muss sagen, er läuft einwandfrei. Bin also wirklich erstaunt, wie man hier sieht, das Teil, das geht ab. Ab wie Luzi. Ha! Also hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass das Teil so gut funktioniert. Geben wir mal etwas wenig größere Teile rein. Und dann werde ich jetzt mal sehen, wenn ich den Topf mit Wasser drauf stelle, wie sich das Ganze verhält. Aber ich mache nicht einfach nur Wasser, denn ich habe mir hier noch so von Knorr Hüttenschmaus, das ist das Emmentaler Macaroni, mitgenommen. Braucht einen halben Liter Wasser, 10 Minuten kochen bei mittlerer Hitze. Ja, es wird noch schwierig, aber werden wir mal sehen. Und was ja jetzt sehr klasse ist, ist ja die Mengen, also der Ding, die Menge. Nehmen wir da schön einen halben Liter Wasser, stellen wir den mal drauf. Also, einen halben Liter Wasser, kaltes Wasser, den Beutelinhalt einrühren und rühren und zum Kochen bringen. Gut. Mittlere Hitze ohne Deckel, 10 Minuten kochen, bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist. Holz nachgeben. Und ich merke jetzt gerade, das geht eigentlich sehr gut von hier. Genug Platz, er zieht auch gut. So, jetzt den Inhalt rein. Und dann umrühren.
So, und jetzt werden wir mal ein wenig warten. Ja, ich muss sagen, das Teil schlägt wirklich gute Flammen. Ich habe auch vorhin festgestellt, es steht eigentlich recht stabil. Also ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil wenn die ganze Scheiße immer zusammenfällt, das ganze Teil immer zusammenfällt, ist es dann wirklich auch eine Scheiße. Auch nicht eine gute Sache. So, ich habe jetzt auch festgestellt, er läuft viel besser mit kleinem Holz. Ist natürlich auch dann wieder ein Vorteil im Winter. Man muss nicht so viel trockenes, großes Holz suchen. Das kleine vom Boden reicht. Aber auch wenn es nass ist, er verbrennt. Ja, wie wir sehen, das Teil brennt immer noch. Meine Nudeln hat es auf jeden Fall gut gemacht. Waren sehr wahrscheinlich nicht 10 Minuten, war ein wenig länger, aber ich hatte auch ein wenig mit dem Holz Mühe. Was er gern hat, habe ich gemerkt, sind so in dieser Größe. Und dann darf es nicht allzu nass sein. Momentan ein wenig hier das Problem. Aber wenn er mal brennt, muss ich sagen, kommt er gut. Auch das System mit dem ineinander, es pupft auch nichts raus hier. Das ist wirklich noch eine tolle Sache. Und dann natürlich auch mit der kleinen Bratpfanne, so für was Kleines mal, kleines Rührei oder so, perfekt. Optimal natürlich das Packmaß, alles dabei. Ja, ich wollte den euch einfach mal zeigen. Ich finde, es ist ja nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber auch nicht unbedingt der größte Schrott. Und ja, sagen, es ist eine gute Sache, doch, es reicht. Wird sicher nicht mein allerliebster Freund werden, aber so ein, zwei, dreimal, wenn man nur kleines Gepäck mitnehmen will, ist dann natürlich genial. Ich könnte mir vorstellen, im Sommer, wenn das Holz sehr trocken ist, wird es auch besser gehen. Gut, das war eigentlich schon alles. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Ich werde jetzt noch ein wenig hier das Feuer von dem Obo oder von dem Holzvergaser noch ein wenig genießen und mir noch das Essen reinziehen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.